Hey Freunde, Servus. Ich guck gerade, ob der Stream läuft. Wir sind alle sehr gespannt. Handy lädt sich zu Tode. Ich guck mal kurz über die Twitch-App, wenn das denn geht. Kann ich mich selbst anschauen? Oh. Sieht gut aus. Ich höre mich doppelt quasi. Jo, aller Qualität stimmt. Super gut. Ja, ich höre mich doppelt. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Continue the game. Und er. So, damit willkommen zurück zum Yakuza Zero Stream. Wir spielen mit Kiryu. Mal schön durch die Straße gehen. Ich hoffe, dass irgendwo eine Schlägerei stattfindet. Ja, genau hier. Komm, da können wir doch direkt hier loslegen. Oh, 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 oh. Haha, bam. Und auf die Fresse. Sehr schön. Ah, ich lieb's. Kick in die Fresse. Kick in die Fresse ist immer gut da. So, wir haben uns ja schick gemacht für hier Real Estate-Aufgaben, ne? Wie wir uns erinnern im letzten Part. Oder vermutlich erinnert ihr euch nur an die sexy Videos beim letzten Mal. Was in meinen Augen vollkommen in Ordnung ist. Ich verurteile euch nicht. Dafür gab es ja auch eine Trophy schließlich. Aber cool. War cool, war cool. Wir haben eine Nebenmission, die auf uns wartet. Können wir mal ausprobieren. Nochmal hier. Schicker Kampf. Hey, boy! Hey, boy! Ajo. Oh, boy! Alles klar. Das war gar nicht der Straßenkampf, den ich im Kopf hatte. Sondern neue Skills. Was ist los? Oh Gott! Leute! Oh, in die Rippe! Die fucking Rippe! Der hat Angst. Schicker Kinnhaken hat er gekriegt.
Schicker, schicker Kinnhaken hat er gekriegt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Items? Oh ja, komm. Das ist noch. Was ist denn hier los? Let's go, Story. Yo, Kiryu-kun. Shanto Kashiori wa katte kita ka? Oi, oi, omae honto ni moto yakuza ka? Sky pashiri kurai kakujitsu ni konashita? Suma. Ach, scheiße, die Giftbox. Wir brauchen noch die Giftbox. Confection Giftbox. Convenience Store. Okay, pass mal auf. Eventuell der genau nebendran. Eventuell genau dieser hier. Gute Popo-Shop. Haben wir da nicht beim letzten Mal schon geschaut? Beim Popo-Shop? Hallo! Ich hab keine Ahnung, komm. Ich hol hier so eine Drinkbox. Vielleicht tut's die ja auch. Weil ich ehrlich gesagt glaube, das bringt einen Scheiß. Oder muss ich hier irgendwie durch den Laden laufen oder so? Weil das hier ist ja wirklich ein Convenience Store, ne? Guck mal hier die Hefte, die Details. Das ist so ein krass cooles Spiel von der Atmosphäre her, ne? Allein von der Atmosphäre her. Genial. Super genial. So, eventuell ist das Saufzeug gut oder nicht gut. Müssen wir mal schauen. So, wie schaut's aus? Hab immer noch nichts. Das ist natürlich kacke jetzt. Was haben wir noch für Convenience Stores? Discount Store. Da unten ist wieder ein Popo. Brands. Drugstore. Hier. Ganz im Norden. Aber ich glaube, da waren wir beim letzten Mal schon. Guck mal einfach, komm. Was haben wir zu verlieren? Unterwegs tun wir ein bisschen noch auf die Fresse geben. Machen wir ja so gern. Was macht denn der da? Will der 8000 Yen oder was? Für was? Was will er? Was mag er haben? Keiner weiß es. So, wir können unterwegs, wir können mal eine Runde Outrun spielen noch. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ah. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich Outrun probiert habe, habe ich ziemlich abgekackt. Es gibt kein Outrun hier. Ha. Komm, dann holen wir uns eine geile Figur. So. Ich will den da hinten mit dem Zylinder. Yeah, let's go. Oh, oh. Oh, guck mal. Hey Nimor, servus. Dein Paket ist heute gekommen. Ich konnte es aber noch nicht aufmachen. Leider. Tut mir leid. Ich hoffe, dass ich morgen dazu komme. Ich freue mich wie die Sau, Nimor. Danke. Ah, oh, schade. Schade. So, quitt.
Ja, ging furchtbar schnell, ne? Wie lange hat's denn gedauert? Ein Tag? Das Leben ist fucking gemein, Nemo. Ja, da hast du recht. Ich muss kurz speichern. Aber nicht um zu speichern, sondern um das Zeug wegzuschicken, dass ich Platz hab. Da hinten. Aus dem Weg. Use Item Box. Gestern um 11, ist krass. Let's go. Wie beim letzten Mal, ich hatte total vergessen, dass wir noch so eine Geschenkbox brauchen. Und da bin ich jetzt immer noch auf der Suche. Und ich habe Hoffnung, dass es hier in dem Laden ist. Weil wir müssen in einen Convenience Store. Und das hier ist genauso einer. Könnte momentan die Switch für 199 haben. Yes, I'm there. Also der Mick war von Zelda nicht so begeistert. Aber gibt einige, die halt voll davon begeistert sind, ne? Und für das Geld, da ist er. Für das Geld. Ich glaube, ich würde es an deiner Stelle fast holen. Ich meine, wenn du Zelda durch hast und es gibt nichts mehr dafür oder du hast keinen Bock mehr drauf, könntest du im Anschluss noch verkaufen, weißt du? Also von daher alles easy. Ich gehe hier runter und speichere nochmal da, wo wir angefangen haben. Bevor in der Story jetzt noch irgendwas passiert. Ah, okay, die Waschmaschine macht Anzeichen, dass er kaputt geht. Das ist natürlich. Ja, doch, da würde ich die Prioritäten auch anders legen. Schön! Ja, Waschmaschine kaputt ist ein Scheiß, ey. Das letzte, was mir verreckt ist, war damals die Spülmaschine. Das war die. Irgendwann hat sie einfach kein Wasser mehr gezogen. Und hat dann komische Geräusche gemacht, wo ich gedacht habe, das Scheißding fackelt mir gleich ab. Das war auch scheiße. Ja, Mitarbeiterangebot ist echt super. Also 200, da kann ich nichts sagen. Bist du soweit zufrieden in deinem Job? Ich meine, du kannst ja schließlich auch bald die HoloLens testen, ne? Voll das Beste. Bezahlung auch gut, Nimo. Ich hatte mir echt überlegt, gell, wenn ich keinen Bock mehr auf meinen Job habe, dass ich irgendwie sowas auch mache. Ich habe keinen Bock mehr auf IT im Moment. Wobei, im Moment, ich mach's noch gern, ja. Und wenn's so gesehen wäre es auch nicht schlecht. Wegen Geld und Gehalt und so, ne? Aber wenn alle Stricke reißen. Ich meine, die suchen ja gerade Leute, die so meinen Lehrgang gemacht haben und sowas. Als Berater und Zeug. Könnte ich echt mitleben. So als Backup-Lösung. Ja, das freut mich nicht mehr. Das freut mich. Jetzt endlich Story. Jo, Kiryu-kun. Chanto kashiyori wa katte kita ka? Ayo. ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の過ぎたビルだ。ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。Ja, let's go.
Prey habe ich gestern weitergespielt, ja. Otenami haiken so eine Stunde ungefähr. Jetzt 6 Videos aufgenommen. Also insgesamt sind 6 Parts, die ich jetzt schon hab. Kono heya rashii na. Sumimasen. Tsuji-san imasu? Yamanoi-san no dairi de mairimashita. Tachibana Fudousan no mon desu ga ne. Tachibana Fudousan? Ato kore. つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。Sorry, wenn's ein bisschen knackst. ああ、きったねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか？立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ。不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ辻さん。 Die kriegen den nicht aus der Wohnung, aber ich glaube, da kommt noch was Asoziales. Eine neue Art von Zigarette kriegt er nie mehr. Die ist nur halb so, Moment, ist von Marlboro, eine Zigarette ist halb so groß wie eine normale, hast keinen Dampf, keine Asche etc. Die kommt in ein Gerät rein, wird erwärmt und geht ganz ohne Na, Feuer. Vorteil, kein Zigarettengeruch, kein Dreck und so weiter. Coole Sache. Zuiben arappoi koushou datta janai ka. Business manner ってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体、あの辻って専用屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手。バックにいるヤクザか。Bis gleich, Nimo. 結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけた。あとはさっさと話し進めようってことになる。おお。なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは
おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょう。ええ、まあね。それ、うちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょう。楽して儲けてんのはお互い様だろう。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。小田、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。素人、余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万合わせて1000万だ。レッツゴー。Du kriegst zuerst. Das war nice. Das war sehr nice gerade. てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。道島組若頭補佐阿波野弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。うん、チュース。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって道島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？戦友やら辻さんよ。はい。Ich glaube, das beeindruckt den jetzt. Mada sono biru ni isuwaru tsumori nara sakki no hanashi no tsuzuki suru kai? Ya, sono. Anta no ushiro date wa mite no tori da yo, Tsuji-san. Sore demo mada hitori de ganbaru ki? Ie, mezo mo nai. Asso.それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。こ
今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。片木の人間からも感謝されるしな。いや、eigentlich ist genauso wie unser Job bei der Yakuza。 俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。うん、お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か。そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山野井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。マッハボール。それじゃ、ich mache Bowl. Gut, wir müssen jetzt Bericht erstatten, dass wir alles gut erledigt haben. Ne? Dementsprechend, ah, wir sind sogar noch voll in der Mission. Wir können gar nichts anderes machen. Kann ich unterwegs speichern oder komme ich überhaupt gar nicht an so einem Speicherpunkt vorbei? Das ist eine gute Frage. Boing. いやー、それにしても頑固ですね、山野井のじじいは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなれば、あのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシタラさんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんや。おっと、てめえ、何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。bestimmt später noch mit dem zu tun。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。おい、行こうぜ。はい。 The gute Leisure King。 Dann auf zu ihm. Hm. Oh. Dem scheint es nicht so gut zu gehen. Ja, man ist. Oi, schickern Sie noch.
桐生さん、お願いしていた仕事片付きましたか？ああ、そんなことより大丈夫か？病院へ行くか？いえ、大丈夫です。杉田ビルまでよろしいですか？ わかった。 すみませんね、ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。<笑>あいてててて。しかし、一体どうしたというんだ？実は、 うちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。<笑>あんたを潰そうとしている連中？もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、桐生さん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。 山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだ、あの娯楽王ってのは？娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。 今、カムロ町で最も多くの金を動かしているといわれる五輪の億万長者の総称です。娯楽王の他にも、風俗王、芸能王と呼ばれる億万長者たちが、カムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と、 金をばらまいて従った悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王は、その中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですが、 この辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、あんたの所有する物件ということか。しかし、なぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ？つまるところ、金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。 現在の異常なまでの景気で、物件跡地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに、打ちでの小槌です。東洋一の歓楽街、カムロ町の物件は特にね。彼らは、ゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には、 懸命に働いている奴らや、平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろん。だが、彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々や、カムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて、悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は、何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で、 日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時、カムロ町はこのまま真根ゲームで引っかき回され続ければ、雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。うん。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。
そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたような。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれは。キリュウさん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けて。Ich antworte ja gleich, Nemo. Ich will nicht so viel in die Zwischensequenzen reinreden. Sorry. 誰か信頼できる人間はいないかと探す私に、あなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が。ええ。くれぐれも内密にと念を押された上で、あなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまり、さっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくは言えないが、一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとした、しかし綺麗な目をしている男に、なら私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。お願いできませんか、桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。わかった、そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、桐生さん。あらほっ、mach Masse alle platt.
Räum erstmal auf, dann kommen wir wieder. Also, Nimo, wegen dieser Zigarette, die du vorhin gesagt hast von Marlboro, die nur halb so groß ist, keine Asche macht und so weiter. Das ist eine Preisfrage, denke ich. Wenn das auch noch preiswerter ist, könnte sich sowas echt durchsetzen wahrscheinlich. Ja, späterhin. Ich muss auch noch in die Bar, ich muss ja noch zum Ding. Zum Namen vergessen. Und ja, ich habe gesehen, dass sie über 200 Titel im PlayStation Store reduziert haben. Allerdings habe ich die Woche erst Geld ausgegeben für dieses Combo-Paket von. Na, wie heißt's? Battlefield 1 und Titanfall 2. Und heute musste ich noch Hosen kaufen. Hab neue Hosen gekauft. Also, den Monat ist gar nichts mehr drin. Gar nichts mehr. Guck mal da, der Volksoffene. Was? Was? Du willst dich prügeln? Ah, das hast du davon, Junge. €6 die Schachtel, aber bei den 30 ist schon eine Stange dabei. Okay, krass. Bin ich mal gespannt. Bericht auf jeden Fall im Discord, Nimor. Ich bin eine Sekunde weg, ich brauche dringend was zu trinken. Kill some time. Nimor, heute ist dein Glückstag. Wir müssen ein bisschen Zeit totschlagen. Und wir wissen alle, wo wir hingehen, oder? Auf in den Osten. Gibt's ein gutes Angebot im Store, Nimor, wo du irgendwie zugeschlagen hast oder gesagt hast, hey, das kaufe ich jetzt. Sau geil. Endlich ist es im Angebot. Oh, endlich ein Angebot. Sind wir schon da? Ja, wir sind da, Nemo. Ein Video hatten wir. Oh Gott, da ist ein großer, da ist ein großer, da ist ein großer. Ich speichere schnell und dann probiere schon. Hier. Ich habe keinen Bock, hier voll abgerippt zu werden, gell? Echt keinen Bock drauf. Ach stimmt, Prey war ja letztens. Ja, das Prey habe ich für PC geholt. Habe ich zum Glück nur 30 bezahlt. Aber das Spiel ist so sau cool, gell? Das Spiel ist so sau cool. Okay, wir haben eine enge Straße, einen riesen Gegner und wahrscheinlich müssen wir gleich wieder laden. Wow, 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 wow. Alter. Das hat mir nichts gebracht. Was ein Glück. Thank you.
Nein, damit! Oh, was ein Glück, dass ich gerade noch, eben habe ich echt nicht aufgepasst. Fuck! Voll reingerannt. Nein, nein, nein. Ich darf nicht so viel schlagen, ohne Witz. Oh, fuck, 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 fuck. Ich bin gerade ein bisschen arg konzentriert. Oh. Hardcore. Krasser Scheiß. So. Schnell nochmal speichern und dann gucken, dass ich Health-Items krieg. Boah, das gab gut Geld, hey. Das gab scheiße viel gut Geld. Ah. Hui. So, Abilities. Wir können doch jetzt bestimmt. Evade enemies attack just before it lands, causing them to shatter their first against the wall behind you. Nee. Was haben wir hier? Maximum health. Da machen wir nochmal einen fetten Boost. Komm. Ability acquired. So, hat auch ordentlich Geld gekostet. Was bedeutet, ein paar Schlägereien für Health-Items sind jetzt nicht verkehrt. Zack. Wo ist der letzte? Da, es kommt. Ich sehe keinen sitzenden Hund. Der hat sich ins Körbchen zurückgezogen. Der gute Doggo. Und Servus, Mick. All set. Come by. Okay, wir können zurück ins Building, aber ich möchte vorher auf jeden Fall Items kaufen. Wichtig, wichtig. Drugstore könnte da sehr effizient sein. Na, Mick, alles klar bei dir? Ich hoffe, alles gut. Alles gut, gut. Ich kann heute übrigens nur bis 9:30 streamen. Weil da muss ich spätestens mit dem Hund raus. Und danach gehe ich heim. Mhm. Bing.
Kurze Pause von Trails, dann wohl Finale. Okay, Mick, dann zeige ich dir jetzt was Cooles. Dass sich's auch lohnt. Der Nimor wartet schon die ganze Zeit drauf. Und beim letzten Stream, ich glaube, das hast du, glaube ich, nicht mehr mitgekriegt. Man kann sich tolle erotische Filmchen anschauen. Zumindest ist es wohl das, was man in Yakuza unter Erotik verstehen kann. Erotik. Und man macht's nur für die Trophy, weil da gab's eine Trophy für, die heißt... ich hab's nur für die Trophy gemacht. Nee, Virtua Fighter habe ich nicht gespielt, weil jetzt kommt's. Virtua Fighter kannst du nur in Yakuza 6 spielen. Nimo, ich brauche deine Hilfe. Wir haben hier die drei, ne? Die Kokoya, die Ayu, Nanase und Miho. Ich glaube, das letzte Mal hat man die Miho und Ayu oder ich glaube Kokoa war's, ne? Ich wäre für Ayu. In der Hoffnung, dass es die ist, die wir nicht hatten. Ne, ist in Yakuza 6. Ich glaube, Yakuza 6 ist noch gar nicht in Deutschland rausgekommen. Nanase ist neu. Okay, dann machen wir Nanase. Die ist neu. Let's go. Wie immer gilt, bei zu viel Haut muss ich leider abbrechen. Aber ich glaube eher, dass mehr Luftballons kommen und Seifenblasen und Stuff. Achtung, Mick. Schau dir's an. Das sind schon wieder Seifenblasen im Hintergrund. Es ist doch nicht normal. Achte auch im Anschluss darauf, was passiert. Die Musik ist großartig, ich sag's dir, das ist der Wahnsinn. Und alle haben so Luftballons. Du musst mal auf YouTube gucken, das eine Thumbnail ist aus so einem Video, wie die eine den Luftballon aufbläst. Und das ist aus dem Kamerawinkel geschossen wie so ein Blowjob. Es ist total kaputt. Es ist echt total kaputt. Oh, Ende. Achtung, jetzt. Es ist immer das Beste. Japaner sind Meister ihres Fachs. Ja. Geil. Dem kann ich nur zustimmen. Wir machen in der Story weiter. Können jetzt zurück ins Office, um dann zu gucken, wer als nächstes auf die Fresse kriegt. Den nehmen wir noch mit. Ich kann ein bisschen Geld gebrauchen. Ach Mick, du hast doch gefragt, was die Heat Gorge da oben macht. Die war vorhin bei mir leer. Und ich hab das ganz vergessen, aber du bist zumindest in dem Kampfstyle hier extrem langsam, wenn die Heat Gorge komplett leer ist. Jetzt habe ich wieder einen Thumbnail. Oh, ich habe gedacht, der Kampf wäre vorbei. Das beeinflusst die verschiedenen Stile, genau. Und du machst auch, glaube ich, mehr Damage, wenn die Heath Gorge weiter oben ist. Lauter so ein Krempel. Japaner sind Meister ihres Fachs. Das gefällt mir. Also der Mick, der war ja in Tokio und der war beeindruckt, wie sauber die Stadt ist. Ich sehe hier alles voll mit Müllbeuteln, überfüllte Mülltonnen, leere Kartons. Alles dreckig. Ja. Hier auch. Total versifft. Ich glaube, Mick kein Wort. Ist ein Blender, der war niemals dort.
88 spielt, also der Teil hier zumindest. Hm? Wunderschön, was sie aus dem versifften Loch gemacht haben. You can now use the office of the Sugita Building as your hideout, which also serves as your business headquarters. Jetzt kommt was Interessantes. Das habe ich schon gehört, das ist quasi eine Art Minispiel. Ihr könnt verschiedene Immobilien kaufen und mit denen handeln und so weiter. Und das ist nochmal ein komplett eigenes Spiel in sich. Total krank. Also wirklich krass. Ja, nee, also... Mix war ein Scherz, mir ist schon klar, wahrscheinlich war es ein 80ern Versifter. Okay. Ja komm, lern mal was über das Spiel, komm. In Real Estate Royale, you purchase and manage properties to build up your funds with the ultimate goal of bringing down the five billionaires. Das waren ja die, von denen wir vorhin gesprochen haben. Manage your holdings from Kiryu's office by interacting with the city model on the table. You can also check the status of your properties by selecting buildings from the pause menu. Oder menu. You can do the following through the office menu. Start payout collection for each area. Collect profits from each area. Assign a manager and security to each area. Send advisors to properties. Manage your properties using these options and you will soon be raking in huge profits. Select Real Estate Royale Management and press triangle to display a payout collection confirmation window. If you have assigned a manager or security guard to the area you want to collect from, their salaries will also be listed. Select yes to confirm. Okay. Sometime after collection is started, the gorge will fill and you will be able to collect your profits. The funding gathered is based on profit forecasts and economic trends. However, sometimes things will not go smoothly. Problems may arise during the collection process, or you may be challenged to a money battle while collecting your profits. Oh, money battle. If a problem occurs, the collection gorge will freeze. You will be unable to collect profits until you go find out who's causing the problem and subsequently deal with them. Sometimes when you collect your profits, one of the five billionaires will challenge you to a money battle. The manager assigned to that area will try to counter the effects of the billionaire's aggressive investment, but if their HP runs out, you will lose the targeted property. Protect your property by pressing X to invest your own money and restore the manager's HP. You can assign one manager per area. They have the following abilities: financial savvy, counts as HP during money battles. This only recovers when a manager is not in use, so switch them out often. And economic influence. Shows the manager's effect on economic trend in the area. The higher value, the better. The number on the left is the starting value, and the one on the right is the final one, after four collections. In addition to a manager, you can also assign a security guard to an area. Each security employee has the following abilities. Problem solving. Shows the ability to resolve issues during collection at high levels. Guards are more likely to solve problems on their own. The higher the value, das nächste ist safety influence. The higher the value, the fewer violent encounters will transpire when walking in an area. Okay, sehr schön. Sending advisors to property. Send an advisor to visit a property to help make improvements, upgrading its rank in the process. Select the property first and then an advisor. You will have to pay their services, but the earning potential of a property will improve as its ranks rises. Each advisor has different abilities and areas to expertise, so select the right advisor for each property. Ja, hab alles verstanden. Ich hoffe, ihr habt auch alles verstanden. Ich hoffe, ich konnte schön vorlesen.
Use the office table to access the Real Estate Royale menu and choose Real Estate Royale Management. Then select Leisure King Area and press Triangle to begin collections. Okay. Let's go. Business. Whew. Ich kann hier aber noch gar nichts auswählen. Das ist ein krasser Scheiß. Nee, hab nichts verstanden. Sehr gut. Okay, Real Estate Royale Management. So, Store Ranking D. Ach du Scheiße, das. Was ist hier der Unterschied? Gute gemacht da. So, was haben wir hier? Manager. Ja, komm. Und hier nehmen wir... Ich frage mich, was die minus 2 bedeutet. Ne, weil oben der macht ja 0, 0, 0, minus 2. Und hier unten der minus 1, 1, minus 1, minus 1, minus 2. Der andere 0, 0, 0, minus 2. I'm good at arguing, ne, ich nehme lieber den. So. Okay. So, start collection. Ja. Das Ganze kann ich jetzt nochmal machen. Wenn ich jetzt sage, ich will... Ne, ich habe schon investiert. Okay. So, Store List. Wir haben ja nur das hier. Staff List. Die sind on duty. Die anderen habe ich noch offen. Und das war's erstmal. Das ist ja krass. So, ich muss kurz mal mein Armband ausziehen. Oh. Shit, fuck, ey. So, und nu? Oh, 15 Millionen Yen. Warum nicht? Hey. Zu weird für mich. Signing out again. Alles klar, Mick. Bis dann und viel Spaß bei Trails. Use the operating capital you've been given to acquire Sukiyaki Muranaka on Tenkaichi Street. So, kann ich das über das Ding hier kaufen? Tenkaichi Street. Okay, dann gehen wir mal dahin. Oh, was haben wir hier? Ja! Neue Sexkarte! Hihi! Ah, das gehört sogar zur Story, das heißt, wir müssen das kaufen. Ich kann auch gerade gar nichts anderes machen. Yes. Kono kane de. Du da! Yeah.
Immobilienmakler. Set time after giving the order to begin collections in a given block, you'll be able to pick up those profits. Access the menu from the office table and choose Real Estate Royal Management and select Leisure King area and press OK. Gibt's her. Na, kommt mal da. Yes. So, als Manager nehme ich ihn. Und ihn lasse ich auch. Start Collection. Oh, okay, wenn ich so ein Money Battle verliere. Ob ich mal vergöttert werden mag? Ich werde doch schon vergöttert. Ich bin doch ein Star. Dann flieg nach Indien und mach Mu, dann werde ich vergöttert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. The big juicy secret. Wer ist das? Marina? Ich glaube, von der habe ich die Karte eben eingesammelt, kann das sein? Marina, Marina, Marina. Merken wir uns mal Marina. Präsident Kiryu. Ja, wir können jetzt Immobilienmakler spielen. Wir können verschiedene Gebäude kaufen. Können dort, genau. Tenkaichi Street. Go to the arena. In die Bar. Vorher gehe ich ins Erotik-Ding. Und schau mal. Warte mal. War das nicht der von der Band? Cool, der kann für mein Business arbeiten. Ah ja, ich engagiere den. Danke. Geil. The Crazy Kyo. Ist ja crazy. Crazy Kyo. Was kann die machen? Ah, genau, das war die, wo die Unterhosen verkauft hat, gell? Die Hure. Ja, komm, die joint uns jetzt auch, ne? Cool, das heißt, wenn ich Nebenmissionen abschließe, kann ich entsprechende Personen in mein Business mit reinholen, die mir dann helfen. Ja, genau, das ist der Japan, Japan Elvis. Der hat eine Band gehabt, wo sie sich als Badass-Leute ausgeben, aber sie sind nicht Badass und ich habe denen Ratschläge geben müssen, wie sie sich als Badass-Gruppe ausgeben können. Was eine ziemlich coole Nebenmission war. Ich will deine Karte nicht, Junge. Das war echt eine coole Nebenmission. Scheiße. Der Name war Marina, gell? Ich will gucken, ob es Marina-Video jetzt gibt.
muss ich nachschauen, ist wichtig, ich speichere vorher. Speicher ab. Los, speicher schneller. Wir gucken, ob's die Marina gibt. Weil bei der habe ich eine Karte gefunden. Sexy Karte. Sind wir zu weit? Nee. Hier. Ich glaube, irgendwann bei den nächsten Streams sollte ich mal noch mehr Nebenaktivitäten prüfen, weil wir können ja hier zum Beispiel, ne, Karaoke noch machen, Arcade, Mahjong spielen, Shogi, Chat with Friendly Girls. Ich kann mit Girls chatten. Heize. Chotto, warte, Bakaru! Du Penner. Junge. So, let's go, Porno-Videos schauen. Aus dem Weg. Wo waren das? Ist das? Das hier. Sexy Kino. You again. Oh, ach, Nebenmission, geil. Let me watch it again, please. Also das ist wohl ein Stammkunde, der immer und immer wieder kommt und selbe Videos sehen will. Der ist wohl ein bisschen gestört in der Birne. Er belegt das Video. Das ist das Problem. Er belegt das Video. Er wird dann die andere damit betrügen, wenn er andere Videos guckt. Und er ist kein Betrüger. Es ist nur Platz für ein Mädchen in seinem Herzen. Och, ist der süß. We can watch it together if you want. Okay. Nein. Könnt ihr Händchen halten dabei? Wie er sich drauf freut? Komm, lass zusammen gucken. Wir gucken es zusammen. Geile Scheiße. Er bezahlt. Ja, komm. Ich übersetz mal kurz. Komm schon, es ist doch gemütlich. Und das Video mit einem anderen zu gucken, neben einem anderen warmen Körper, den Atem von jemand anderem auf seiner Haut zu spüren, das macht das Ganze doch realistischer. Oh Gott.
Achtung. Ahaha. Guck dir meinen Luftballon an. Ahaha. Ahaha. Seifenblasen? Nee, nur Luftballons. Wie es sich freut. Stell dir mal vor, du musst dich da in einem Bikini aufs Bett legen. Und dir wird gesagt, spiel mit den Luftballons. Bester Job auf der Welt. Er hat sich verliebt. Oh. Vielleicht können wir sie ja finden für ihn. Die verdienen 3 Luftballons, Nemo, und eine Pumpe dafür. Pro Sitzung. Okay, er kann nur an sie denken. Er liebt sie so sehr. Er kann kaum essen. Es zerstört ihn. Ja, das Problem, da wird sie niemals treffen. Das ist das. Das ist das. Sie lebt in Kamurocho. Will sie auf jeden Fall einmal treffen, das wird ihn von dem Fluch befreien. Oder von der Qual. Muss ich es auch noch suchen, oder was? Wir helfen einem Perversen. Schon okay. Ja, komm, wir helfen dir. She loves Korean barbecue and she likes to go bowling and to the betting center too. Betting center. Hi. Betting, bowling, barbecue. 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 So, ich will jetzt gucken, ob wir die Marina gucken können. Von Real Estate. Mich mal interessieren, ob das der ihre Karte war. Nee. Es war hier die Riona. Yes. Enjoy the video. Will du? Doch heute mehr Pornos geguckt, wie ich gedacht hätte. Ach nee, das ist das, was wir schon kennen. Das ist ja schwul. Was habe ich denn dann freigeschalten? Habe ich wahrscheinlich übersehen oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Ich will mal gucken. Wo ist ein Betten oder Bowling? Ich würde gerne die Nebenmission machen. Hier ist Match Bowl. Betting. Pool and Darts. Pass auf. Dann gehe ich hier hin.
Guck mal, ob ich sie da treffe. Könnte ja möglich sein. Oh, hier ist eine andere Nebenmission noch verfügbar. Mach mal. Ach, das ist sie. Ha! Wir haben sie schon gefunden. Ja. Jetzt müssen wir uns aber auch beeilen. Wo hockt denn der? Wo hockt denn der? Hier ist er das? Ja, hopp, renn, los, renn! Renn! Please help me, wo? Hier. Leute. Lass den mal in Ruhe. Bam. So, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob er Glück in der Liebe hat. Gute Junge. Hallo. Sie sagt nein. Oh. Ja. Sie ist es nicht. Ist nicht die richtige. Voll traurig. Oh. Jetzt wird sie angemacht. Jetzt müssen wir sie verkloppen, dann gibt sie zu, dass es doch ist und dann haben sie ein Date, die anderen zwei. Komm, party with us. Ne. Tell you what, we'll just drop by a hotel for a quickie. It won't take long and you can be on your way. Deal?
der hat gesessen. Der hat gesessen. So, jetzt springen wir rein. Vermutet, gibt's jetzt ordentlich auf die Fresse. Das hat ein ordentlich was abgezogen. Hopp, steh auf. Autsch. Sehr gut. Huf, huf. Ich rauche meine letzte Zigarette für den Abend. Doch kein Dad. Hä? Er hat sich gerade verliebt. Oh je. In uns. Klasse. In uns. Toll. Dreh da durch, guck mal, dreh da durch, dreh da durch, dreh da durch, dreh da durch, zappel Philipp, zappel, 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 dreh da durch. Aber eine coole Nebenmission. War wirklich cool. War wirklich cool. Würde ich sagen, zum Abschluss des Abends, bevor wir das nächste Mal in die Bar gehen, gehen wir Bowling spielen. Bowling oder Baseball? Bowling oder Baseball? Ich sag Bowling. Komm. Geh ich ganz hinten in der Straße, geh ich speichern. Ja, ja, Nimo, langsam. Oh. Noch hör ich nicht auf. Ich spiele noch Bowling. Ah, okay, okay. Ja, das ist die Chat-Verzögerung wahrscheinlich. Dass du gedacht hast, ich höre jetzt direkt auf. Geh mal hier runter.
Ah, die nächste Schlägerei. Ah, egal, komm. Fuck it. Nein, ich renn weg. Ich hab keinen Bock. 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 Ich mag nicht. Entkommen. Und speichern. Speichern, speichern. Und dann Bowling. Falls wir überhaupt Bowling spielen können. Aber ich gehe mal stark davon aus. Ich gehe mal stark davon aus. Gut. Bowling ist directly hinter mir. Hoi. Nur wo komm ich da rein? Was ist das überhaupt? Doch, Bowling Alley. Aber ich komm nirgends rein. Vielleicht hier Ticket kaufen? Das sieht mehr aus wie so ein Kino, gell? Nice. Ich kann hier nirgends. Hier. Das ganze Gebäude war halt so markiert, ne? Das war das. Play Solo. Han Solo. Spielen wir 3 Frames, das reicht. Okay. Just spin. Alles klar. Also ich krieg's gerade erklärt, gell? So wird's gemacht. Fast. Bowlingmeister. Bowlingmeister. Ich nehme die 12-Pfund-Kugel. Oh, oh, oh. Ah, schade. Bisschen leichtere. Oh, oh. Yeah. Spare. Ach Gott. Ich bin ein Bowling-Gott. Das war viel zu viel Spin. Ich glaube, da versuche ich sie gerade zu treffen. Da gibt es so viel Scheißdreck in dem Spiel, gell? Oh, oh, oh. Jetzt! You. Ich sollte das professionell machen. Oh Gott. Na, 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 na. Nicht dein Ernst. Oh, wie ärgerlich. Bowling-Profi. Wenn ich den jetzt abräume, gell? So, das dürfte doch treffen, oder? Ohne Spin. Dann darf ich nochmal.
Jetzt. Gute Sperrrunde. Gute Sperrrunde. Ah, wieder zu viel. Viel zu viel diesmal sogar. War noch überlegen, ob ich nur zwei nehme für den Spin, aber... Ja, 52 in der Dreierrunde ist doch gut. Ist doch gut. Ich bin super zufrieden mit mir. Hier. Really delightful. Sie hat Bowling-Fetisch, okay. Hi. Die gute Emiri. Kann mit ihr Freundschaft aufbauen. Das machen wir doch, oder? Gute Emiri. Fliege ich jetzt automatisch raus oder kann ich die Bowling Alley noch ein bisschen erkunden? Ne, ich fliege raus. Gut. Dann speichere ich hier ab. Beende den Stream. Gehe mit dem Hund Gassi. Und lass den Abend Abend sein, ne? Würde ich fast schon sagen. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Zuschauern. War cool, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß mit Yakuza Zero. Echt cooles Spiel. Und ja, sehen uns beim nächsten Mal dann, ne? Tschüss.